Die Firma Comtech ist ein österreichischer Hersteller für Maschinen und Anlagen. Also wir kommen aus dem Bereich der Kompostierungstechnik. Man sieht es auch am Namen Comtech von Kompostierungstechnologie. Haben uns aber in den letzten Jahren auch sehr stark weiterentwickelt im Bereich der Abfallwirtschaft. Und die neueste Technologie der Firma Comtech ist auch die Biomasseaufbereitung. Deswegen sind wir hier natürlich auf der Austrofoma auch vertreten mit zwei Maschinen. Man sieht im Hintergrund einmal einen Chippo 5010, das ist eine Holzhackmaschine, aufgebaut auf einen MAN-LKW. Grundsätzlich verfügbar gibt es als Dreiachsmaschine, als Vierachsmaschine, gibt es mit eigenem Aufbaumotor, in Zukunft auch als drehbare Variante auch am Markt. Wirklich die Hackschnitzelqualität, ich glaube, die sticht wirklich heraus, wenn man hier jetzt vergleicht mit den anderen Produzenten, sage ich mal, die sticht wirklich ins Auge. Einfach ein homogenes, gleichmäßiges Material. Das ist auch, was die Kunden am Markt auch fordern und deswegen auch die Lohnunternehmer, die mit den Maschinen arbeiten, auch natürlich auch von uns auch fordern. Wichtig auch bei unserer Maschine ist auch das Einzugssystem als Gesamtes. Das sorgt auch dafür, dass man wirklich eine sehr homogene Hackschnitzelqualität herausbekommt. Nachdem diese Maschinen über LKW-Motoren angetrieben sind und hier sehr starke Staubentwicklung ist, halt das Problem, dass ich sonst immer den Kühler sehr aufwendig reinigen müsste im LKW. Das haben wir vorgebeugt. Wir haben gemeinsam mit MAN entwickelt einen externen Wasserkühler und kann so die ganze Problematik, sage ich mal, verhindern und habe wesentlich weniger Aufwand, sage ich mal, bei der Reinigung der Maschine und ist wirklich ein sehr großer Vorteil für die Unternehmer. Zu meiner rechten Seite sieht man dann noch einen Axtor. Der Axtor ist die neueste Entwicklung der Firma Comtech. Ich kann damit sowohl Hackschnitzel herstellen, als auch Schreddergut, als auch Ausgangsmaterial für die Kompostierung. Das ist einfach, weil der Trend auch immer mehr von Kompostierungsanlagen zu Biomassehöfen auch geht, war auch die Anforderung der Kunden an eine sehr universelle Maschine. Und deswegen haben wir auch den Axtor entwickelt. Und ich kann hier relativ einfach die Maschine umrüsten von einem Schredderbetrieb in einen wirklichen Hackbetrieb. Mit knapp 800 PS Antriebsleistung erreichen wir, sage ich mal, Durchsatzleistungen bis zu 400 Schüttraummeter pro Stunde. Und das ist, wenn man hier das vergleicht mit den Maschinen, sicher einmalig auch. Und wenn man die Qualität auch ansieht, die ist auch wirklich vergleichbar mit der Hackqualität eines reinen Mobilhackers.